Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video klären wir mal den Begriff Total Quality Management. Wie der Begriff schon sagt, ist das ein wichtiger Begriff aus dem Qualitätsmanagement. Was bedeutet es? Total bedeutet alle. Alle Mitarbeiter, aber nicht nur alle Mitarbeiter, sondern auch die Lieferanten sind einbezogen. Sogar die Kunden können einbezogen sein. Und der Begriff Total Quality Management geht durch alle Hierarchieebenen vom obersten Manager, obersten Vorstandsvorsitzenden bis zur Putzfrau, durch alle Hierarchieebenen. Alle sind betroffen, alle sind einbezogen. Was ist Quality, was ist Qualität? Qualität wird vom Kunden definiert und hier ist die Unterscheidung sehr interessant im Total Quality Management. Man unterscheidet den externen Kunden und den internen Kunden. Der externe Kunde ist der, den man auch vielleicht besser als Zielgruppe bezeichnet. Das ist also der, der die Produkte und Dienstleistungen einkauft. Interessant ist hier der interne Kunde. Der interne Kunde, wenn das hier ein Prozess ist, ein Workflow, wie man auch auf Neudeutsch sagt, oder früher nannte man das Ganze einen Ablauf. Das heißt, hier ist die Person A und hier ist die Person B und A arbeitet B zu, dann ist B Kunde von A. Und B hat jetzt wieder einen Kollegen, dem er zuarbeitet, nämlich der Kollege C und C ist Kunde von B. Das heißt, der interne Kunde ist mein Nachfolger im Prozess, im Ablauf, im Workflow und den soll ich bitte genauso behandeln vom Bewusstsein her wie meinen externen Kunden, also auch so, als ob meine Existenz davon abhängt, dass ich hier anständige Arbeit von hier nach hier abliefe. Und Management bedeutet, dass das Management Qualität vorleben muss. Qualität ist etwas, das, wie wir hier schon gesehen haben, alle betrifft und deswegen kann man das nicht von oben nach unten befehlen, denn Qualität ist etwas, das im Kopf beginnt. Qualität ist eine Bewusstseinssache, das heißt, das Management muss Qualität vorleben. Qualität beginnt im Kopf und setzt sich dann um in Aktionen. Ja, das war's schon wieder. Schauen Sie mal unter spaßlerndenken.de für meine Schnelllernseminare, die ich mittlerweile jetzt im 16. Jahr mache, zum Betriebswirt IHK zum Beispiel, zum höchsten nicht-akademischen Abschluss in Deutschland oder Wirtschaftsfachwirt IHK. Schauen Sie unter spaßlerndenken.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.